Hallo und schönen guten Morgen. Heute soll es mal wieder um mein Messer gehen, und zwar mein ganz bestimmtes, um das Real Steel Crusader, eine Zusammenarbeit zwischen Real Steel und Poltergeist Works. Hier das Logo von Poltergeist. Die Klinge 14C28N und jo, was kann ich zu dem Messer sagen? Ich habe es jetzt ein paar Tage im Gebrauch. Das Design des Messers begeistert mich immer noch. Diese etwas modifizierte Tando-Klinge, einfach toll. Es ist ein Schneiteufel. Die Stahlseite ist sehr sauber. Auch die Verschraubungen gefallen mir. Da gibt es nichts zu meckern. Ich habe das Messer vorwiegend in der Küche benutzt und auch mal zum Schnitzen. Und es hat funktioniert. Was nicht funktioniert, das ist bei mir der Griff. Im Hammergriff passt der. Wenn ich aber kraftvolle Schnitte mache im Holz oder so, geht meine Hand automatisch nach vorn hinter die Klinge. Und dann gibt es Hotspots. Man sieht ja, dass dieser Griff hier diese beiden Ausformungen hat. Und da ist das hintere Teil größer als das vordere Teil. Das funktioniert im Hammergriff, aber es funktioniert nicht, wenn ich mit dem Messer arbeiten will. Ich habe euch hinten ein paar Bilder angehängt, wo ich mit dem Messer arbeite. Jedes Mal, wenn ich kraftvoll arbeite, geht meine Hand nach vorne und dann liegt sie genau so. Und das ist nicht gut. Ich werde jetzt, das Messer bekommt noch jemand, und dann, wenn ich es dann habe, werde ich das Messer so modifizieren, dass es für meine Hand passt. Ich habe einen 9er, 9,5 Handschuhgröße, und der Griff ist, wie soll ich das jetzt sagen, sehr speziell, und man sollte, bevor man sich das Messer kauft, schauen, dass man es in die Hand nehmen kann und mal umgreifen kann. Es ist alles kein Problem, wenn ich mit dem Messer normale Schneidaufgaben mache und ich habe so in der Hand und den Finger vorne auf dem Klingenrücken liegen. Aber alles andere ist am Nutzer dran vorbei. Was mich jetzt am meisten stört, ich habe den Cutout hier nachgemessen, der hat 0,6 mm. Dann gebe ich noch ein Zehntel zu, weil ich einen älteren Messschieber, der ist noch aus meiner Lehrzeit. Dann hätten wir es 0,7 mm, genau wie beim Präzision. Und jetzt kommt's. Ich habe hier einen Knick. So kann man ihn sehen. Hier, genau hier, ist der Knick im Frame. Und das habe ich nur bei diesem Messer. Und dieser Knick ist genau in der Mitte, an der dünnsten Stelle vom Becken des Frames. Und das gefällt mir gar nicht, weil das ist eine Sollbruchstelle. Das muss nicht heute brechen oder morgen, aber irgendwann wird da der Frame nachgeben. Jo, die Bedienung vom Messer ist auch etwas speziell. Also ich kann es nicht aufflippen, das funktioniert mit meiner Hand nicht. Ich kann es normal öffnen und dann funktioniert das auch leidlich. Was mich noch etwas stört, ist, dass der Frame und die Griffschale
fast auf gleicher Höhe liegen. Man muss also immer von oben aufdrücken, und um die Klinge zu schließen. Nach ein paar Mal öffnen und schließen tut dir dann auch der Daumen weh. Im Großen und Ganzen ein ganz tolles Design, aber wie schon gesagt, wenn man das Messer kauft, versuchen für vorher in die Hand zu nehmen oder mit dem Händler solche Absprachen zu treffen, dass, wenn es nicht passt, es wieder zurückgeht. Was mir noch nicht gefällt, ist eben hier vorne diese große, ja, ich will es mal sagen, Schleifkerpe. Ist es ja nicht direkt. Wenn die Klinge bis hinten hingehen würde, bräuchte ich auch nicht vorzugreifen und meine Hand würde nicht hier vorne hinrutschen. Ich wäre näher am Schnittgut und das kommt der Kraftübertragung zugute. Jo, das wären so meine Eindrücke vom Messer. Sauber verarbeitet. Da gibt es nichts zu meckern. Da hat Reels hier immer wieder gut abgeliefert. Aber eben dieser Cutout hier hinten, das ist das, was mir Sorgen macht. Jetzt sieht man es auch. Gehen wir ein bisschen näher ran. Genau hier ist dieser Knick im Frame. Und das ist nicht in Ordnung. Jo Leute, wie gesagt, ich habe ja andere noch. Da gibt es keinen Knick im Cutout. Auch beim Zero Tolerance ist das nicht der Fall. Es ist eben nur bei diesem Crusader. Auch beim Precision ist es nicht. Beim Präzision gibt es diesen Knick auch nicht. Er ist eben nur hier beim Crusader. Und das macht mir Kummer. Der Framelock ist auch sehr leichtgängig. Und was ich festgestellt habe, wenn ich mit Holz arbeite und kraftvolle Schnitte mache, dann wandert dieser Frame, der steht jetzt ungefähr bei 75%, naja, 70%, wandert der noch ein Stück nach hinten. Und das nach einer Woche. Da bin ich schon etwas frustriert. Jo. Also wie gesagt, ein vom Design her tolles Messer. Aber dieser Knick hier im Frame, der sollte nicht sein. Da muss Reelsteel nachbessern und diesen Cutout hier verkleinern. Jo Leute, das wäre es eigentlich schon wieder gewesen. Ein paar Worte zum Reelsteel Crusader. Schreibt mal drunter, wer so ein Messer hat, ob dort sich auch der Frame so abgeknickt hat oder ob das normal ist. Jo, das wäre es schon wieder. Bis zum nächsten Mal, deine. Tschüss.